Ich will jetzt mit dem Thema eigentlich nicht schon wieder anfangen, aber wann machen eigentlich meine Lieferservices heute Morgen auf? Wann haben die denn Öffnungszeit? Wer öffnet am frühesten? Okay, Thema hat sich erledigt, 10.30 Uhr. Oder, nein, 10 Uhr sogar. Noch jemand mit 10 Uhr, aber das war's dann auch. Nee, das ist zu spät. RIP. 2012, Wetteinsatz, die zweite Philly. Okay. Jo, aber wir haben ein BO3. Wir haben ein PVT. Mit dem Protoss hier in Rot von Flipside Tactics. Es ist im Canning. Und der spielt gegen den Terraner hier in Blau. Es ist Massa. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Jo, kleiner Fake. War die Prop scoutet nach? Nein. Im Canning. Okay, jetzt sieht er das zweite Gas. Und jetzt kommt das GLAF. Das ist doch geplant gewesen, diese BO hier gerade. Baut das zweite Gas, cancelt es instant hinterher und die Probe, sobald sie das scoutet, dass das zweite Gas gecancelt ist, dann kommt erst das GLHF von Massa. Aber ja, er kam auch der Spray von der Probe. Daher, okay, die beiden hier. Bin gespannt. Reaper ist unterwegs, Reaper Expansion wurde gespielt, Factory hinterher gegen eine natürlich Gateway Expansion von Protoss, Swapgate und Adept Nummer 1 wird gebaut. Kurzer Supply Block, aber nicht so tragisch. Und Adept gegen den Reaper sollte natürlich reichen. So, ich glaube, 6 Uhr ist langsam erreichen wir den Punkt, wo Menschen auch schon wieder aufwachen, tatsächlich. Wir haben, glaube ich, den tiefsten Punkt der Nacht überstanden. Und jetzt wachen Menschen wieder auf. Wir haben hier, ja, Reaper unterwegs. Adept jagt ihm hinterher, versucht ihn mit dem Shade irgendwie zu catchen, aber keine Chance. Reaper ist viel zu flink und trägst hier den Adept schon aus. Geht jetzt hier rein in die Props, möchte da mal ein paar haben und kriegt auch den ersten Kill hier. PVT auf NA, ich ahne Schlimmes vorbei. Canning und Master sind jetzt wirklich keine schlechten Spieler. Also es gibt andere NAler, da hätte ich mir mehr Sorgen gemacht, wenn die aufeinandertreffen. Aber nein, hier, wie man sieht, bisher öffnet das sehr, sehr standardmäßig. Aber der Reaper nimmt schon mal 3 Kills mit, was für eine Reaper echt fleißig ist. Wird dann natürlich gefinisht, seine Überreste fliegen hier schön runter ins Nichts. Oder liegt er da unten? Da liegt er da unten noch. Er lag da unten. Der Reaper hat sich da unten gerade aufgelöst. Schön. Wir konnten sehen, wie seine Leiche in Luft auflöst. Das sind doch die Dinge, die man sehen will. Adept hier ist unterwegs, bewacht einmal den Übergang hier, kann die Natural ein bisschen ausscouten. Aber da ist eine Widowmine, das heißt reinschaden wäre eine bisschen blöde Idee. Er kann es trotzdem versuchen an dem Reeds vorbei, aber... nein, Cancel kommt, weitere Widowmine ist mit dabei. Medivac kommt, also ihr könnt nicht einen Widowmine-Drop sehen gleich von Masa, mit 3 Widowmines, die gebaut worden sind in der Zeit. Und da haben wir eine weitere dritte Widowmine, die mir... Nein, mir ist keine Widowmine entgangen, wir sehen einen Bunker aber auch. Also Masa da doch ein bisschen vorsichtig, möchte er spielen. Widowmines hier stehen bereit, die wollen eingeladen werden. Und da geht's los. Boost in Richtung Protoss-Basis. Er kommt Blink währenddessen bei dem Canning, zusammen mit der Robo und natürlich weiteren Gateways. Das heißt Stalker mit Blink, Stalker-Anzahl einer. Schön, wenn man für einen einzigen Stalker Blink hat. Es werden gleich noch mehr, aber ist trotzdem ein bisschen lustig. Man hat hier Blink in Kürze fertig. Okay, für Kürze ist ein bisschen übertrieben, 50 Sekunden. Ja, trotzdem, 2 Stalker gegen die Widowmines, das reicht nicht. Ja, mehrere Widowmines, wenn ich hier gleich ausgeladen. Das Medic wird zwar beschossen, aber ja, wie man sieht, das Feuer von 2 Stalkern ist nicht genügend Damage. Und der erste Stalker wird auch rausgeknallt hier von der Widowmine. Weitere Widowmine geht nochmal rein in die Natural, läuft einfach quer und Probes werden rechtzeitig weggezogen. Also da ist hier Canning trotzdem vorsichtig hier. Da kann man das Widowmine-Micro ständig ausgraben, eingraben. In der Hoffnung, dass man vielleicht einen besseren Shot trifft, aber das wird hier nicht der Fall sein. Würde man jetzt nochmal Boden, da geht es mal auf die Stalker. Und da stirbt noch ein Stalker mit Sub the Probe. Und da wird sogar noch evakuiert. Also 2 würde man zwar nicht gesaved, der würde man kurz vor dem Reload. Wird auch nochmal eingegraben und ist gleich wieder ready. Überlebt die das? Nein, sie überlebt es nicht ganz. Sie überlebt es nicht ganz. Sie wird zuvor gefinisht. Und somit 2 würde man tot. Die dritte schwer verletzt. Und ja, beinahe hätte Mars hier nochmal einen Schuss rausgebracht. Das hätte vielleicht nochmal ordentlich Damage machen können. Und somit, wir sehen bei Mars Reaver. Ernsthaft, Gehirn? Reaver? Du weißt genau, was ein Reaver ist. Du siehst den alle spätestens jede Woche.
wenn du ein Protoss-Spiel castest und ein Pooper, der auf den Reaver geht. Das ist ein Raven, gottverdammt. Auch mit R, aber ganz andere Einheit, ganz andere Rasse und ganz anderes Spiel. So, zurück zum Wesentlichen. Ja, Raven ist da, Bunker ist da, Panzer steht auch mit dabei, Marines und dritte Basis für Marsa, zusammen mit Stim und plus 1 Infantry Weapons. Das heißt, es geht natürlich auf Bio, Medivex auch am Start. Und wir sehen bei Protoss eine Robotics Bay. Süß. Kleine Sentry. Mit ihren grandiosen DPS. Laser, 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 Laser. Wie lange tut die jetzt hier schon rum, diese Sentry? Also sie gibt sich Mühe, aber Junge, geht da kein Damage raus. So, währenddessen sind die Stalker übrigens unterwegs. Und ja, M. Canning spielt das, wofür bekannt ist, nämlich Disruptor. Er spielt das sehr gerne, er hat das auch gespielt, als die Disruptor komplett nutzlos waren. Sie sind immer noch nicht so toll, aber sie haben wieder ein bisschen mehr Ansehen gewonnen in der letzten Zeit. Sind trotzdem nicht die Killer-Unit von früher. Und M. Canning, er ist so der Spezialist, was das angeht, was die Disruptor betrifft. Mal sehen, ob er hier die Connections landen kann. Hier wurden die Rocks umgeworfen. Der zweite Fels einfach plötzlich aufgetaucht ist, weil die Animation im Verborgen war und damit nicht angezeigt wird. Und da wird mal kurz das Medivac repariert hier von Massa. Ja, dritte Basis steht, Panzer auch in der Gegend, Raven auch in der Gegend. Da könnten zwei Autoturrets gesetzt werden. Die Stalker gehen hier aggressiv rein, gehen auf den Panzer. Panzer wird hier gesniped. Ja, und Stalker blickt uns raus, nehmen ein bisschen Schaden, aber ist an den Schilden, ist alles halb so wild. Dritte Basis kommt auch für den Protoss. Und wir sehen den Darkschwein hier für M. Canning. Da ist auch eine Protoss-Spezialität mit dabei. Generell schon sehr viel Tech gebaut worden. Robotics Support Bay, Darkschwein unterwegs. Wir haben Twilight Counts, wir haben Doppelforge. M. Canning gönnt sich hier sehr, sehr viel an Tech. Und währenddessen jagt die Biokanne die Stalker. Die haben Blink noch nicht Cooldown zurück. Und da sterben mehrere Stalker einfach nur weg gegen die Marines. Da war eben kein Blink, weil die währenddessen gab es hier nochmal den Drop der Widowmines in die Mainbase. Und da sterben 5 Probes da dran. Am Master macht die Action. Und M. Canning hat ein bisschen Probleme dagegen. Man sieht es auch schon, Terran im Supply. Ordentlich vorne sowohl Worker als auch Terran ist im Worker Supply vorne. Wie funktioniert das denn bitte? Wie viele Kills? 10 Kills jetzt insgesamt. Okay. Aber trotzdem, Protoss sollte das easy ausgleichen können mit Chrono Boost. Aber nein. M. Canning hängt hier dran. Aber wie gesagt, er investiert mega viel einfach in Tech. Die Disruptors sind teuer. Doppel-Upgrades ist teuer. Darkschwein dazu ist teuer. Und hier, da kommt die erste Disruptor-Kugel. Trifft einen Marine. Die Sentry. Die Sentry. Die hat vor lauter Angst ein Forcefield gezündet, ein Guardian Shield gezündet. Wir haben hier nochmal Widowmine-Shots in der Mainbase. Nochmal 11 Probes down. Und Event ist eine gezielte Sache mit 2 Adepts an der dritten Basis. Aber da gehen gerade mal 3 SCVs drauf. Und M. Canning, sein Work-Account leidet weiterhin. Und die Widowmines sind hier inzwischen wieder aufgeräumt worden. Und wurden evakuiert. Marsa ist wirklich sehr aktiv hier mit seinem Medivac und seinem Widowmine-Drop. In der Natural geht es einfach weiter. Nächste Loadout. Und ja, die Widowmines haben fast recharged. Also hier können mal ein paar Kills passieren. Nein, nochmal ausgegraben. Und weiter umgesetzt. Ja, die Probes warten hier auf ihren großen Einsatz. Hier kannst du mal auf den Stalker gehen. Nein, stattdessen geht es hier auf die Probe. Jetzt kannst du mal auf den Stalker gehen. Blink ist gezündet. Auf Wiedersehen, Stalker. Hier drüben stehen Disruptor mit den Stalkern hier. Übrigens hier auch Skins am Start, was eigentlich auch nicht erlaubt ist, immer noch. Aber ist ja egal. Bin ja gar nicht in der All-Time-Bits-List. Doch, bei mir, oder? Party Prophet? Ich dachte schon. Nee, okay, irgendwie nicht. Ah. Vielleicht. Ah, ich glaube, du hast erst gecheert als. Nee, ich weiß gar nicht. Hast du gecheert, als ich noch gar kein Streamlabs hatte, dass es nicht mitgezählt wurde? Kann das sein, Party Prophet? Weil du hast auf jeden Fall, ja. Du hast auf jeden Fall gecheert, das weiß ich. Du hast ja auch das Symbol dafür. Aber ich glaube, das war damals, als ich noch kein Streamlabs anhatte im Stream. Das heißt, das wurde, glaube ich, dann nicht mitgezählt und steht dann nicht in dieser Liste mit drin. Das tut mir sehr leid. Ich glaube auch nicht, ich glaube Bits kann ich nicht manuell zufügen, ich kann nur Punkte zufügen. Also, sonst würde ich das gerne nachtragen. Wir haben jetzt hier 3 DTs unterwegs. M. Canning, ja, holt sich die Macht der dunklen Templer. Mal sehen, wie viel Erfolg er damit hat. Währenddessen die Armys komplett aneinander vorbeigelaufen. Go auf die dritte vom Protoss und go auf die dritte vom Terraner. Disruptor trifft bisher nicht so spannend hier. Weitere Kugeln kommen, aber auch die nicht so elegant bisher. Ja, DTs währenddessen einmal in der Natural. Weiter hier und oben an der potenziellen vierten Basis. Die dritte wird komplett überlaufen. Die dritte hier ist schon komplett tot.
Und da geht es einfach weiter. Die Bio rennt weiter rein. Möchte sie die Props noch haben? Die wird doch mal. Okay, die würden wir jetzt lösen. Nicht in die Bio aus. Das hätte ja auch gerade ganz schief gehen können für den Terran. Hier die dritte Basis ist auch komplett überrollt worden. Da geht nochmal ein Marauder, schießt völlig durch die Gegend, die Einheiten auf Move. Man kriegt aber der Marauder, kriegt halt echt einen Disruptor hier raus. Und jetzt ein Lippert hier in Vielzahl oben auf der Rampe. Die Bio frisst die Disruptor-Kugeln. Also wird ordentlich dezimiert. Die Stalker könnten da reinblicken, wenn das die Natural hier abgerissen. Wir sind in einer vollen Base-Trade-Situation. Problem ist hier natürlich Lippreiter. Machen mega viele Schmatzen gegen die ganzen Stalker. Wie man sieht, da wird der Protoss richtig krass dezimiert. Und im Canning hat er bei weitem nicht mehr diese Supply. Und da kommt das GG. Und damit auch schon das 1:0 für Masa hier. Ich muss mal nachchillen demnächst. Ich warte dich nicht dran hindern. Gerne. Ja, genau. Also es steht in den Regeln drin, dass Skins eigentlich nicht erlaubt sind. Aber solange ein Spieler nichts dagegen sagt, wird man nicht dafür gehandelt, so wie es Chiba gerade sagt. Wobei es immer noch... Es ist halt nicht sick. Also, da kann dir halt auch eine richtig ans Bein pissen. Ganz ehrlich. Das hatten wir auch schon. Und ich glaube, die dummsten eigentlich Skins inzwischen generell gebannt doch. Irgendwie so, weil eben die Regelung mit dem geahndet, nur wenn sich jemand beschwert, kann halt voll ausgenutzt. Also es ist, das hatten wir ja in diesem Scarlet-Game, wo Scarlet die Map verloren hat und hinterher sich beschwert hat, also nachdem die Map schon durch war, dass die Skins sie gestört haben und dann gab es, glaube ich, doch ein Reset. Das war totales Durcheinander. War ein bisschen Drama, aber naja, also mich stören die Skins nicht. Auch als Spieler stören mich die Skins nicht, aber ich bin halt auch kein High-Level-Spieler, daher ist meine Meinung A nicht wichtig und B nicht relevant und C, wir haben ein Match in Rot. Der Protoss hier, es ist im Canning. Und auf der anderen Seite in Blau der Terraner mit einer 1:0 Führung, es ist Massa. Denke ich, hinten käme eine Instant Skin Beschwerde. Ja, genau das ist eben das Problem. Das kann man ein bisschen abusen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt akzeptiert wird inzwischen. Von wegen, ich glaube, du musst das schon in dem Game erklären, wieso genau ist, weil es gibt Skins, die sind ein bisschen, ja, viel. Gerade der Link, es gibt der Link-Skin, da bekommen die Linge mit ihrem Speed-Upgrade Flügel. Und das sieht dann so dermaßen wuselig aus, dass man keinen Plan hat, wie viele Linge das hier eigentlich sind. Und kennt sich dann nicht mehr aus, kann die Linge nicht mehr genau abschätzen, weiß nicht, ob man den Fight gewinnt oder verliert. Und das ist, glaube ich, so einer der Hauptdreh- und Angelpunkte an Skins, die wirklich kritisch sind. Die meisten Skins sind recht egal. Aber es gibt so ein paar vereinzelte, gerade eben bei den Zergs, wo die Skins ein bisschen, ja, komisch einfach sind, ein paar Sachen nicht so eindeutig kennzeichnen. Auch bei Roaches, es gibt auch bei Roaches einen Skin, wo man nicht so eindeutig sieht, ob Tunneling Claws aktiv ist oder nicht. Wo das nicht so ganz deutlich ist. Das sind so die Skins, wo schwieriger sind. Die meisten Skins eigentlich sind komplett in Ordnung, aber wegen ein paar wenigen hat man einfach mal alle vorsorglich gesagt, von wegen sind eigentlich nicht erlaubt, es wird toleriert. Aber ich glaube nicht auf Stage-Matches tatsächlich. Wenn man in einem vollen WCS-Hauptturnier spielt, sind die, glaube ich, alle deaktiviert grundsätzlich. So, ja. Wir haben hier einmal Reaper in der Mainbase. Proxy Reaper wurde gebaut von Master. Der Salad ist zwar da, um das zu defenden. Trotzdem, natürlich, er kann nur dumm hinterherlaufen. Stalker ist gleich ready. Und dann, der Reaper muss sich hier verziehen. Geht hier auch weg. Kommt noch der Bunker gerade an der Natural, um einfach da noch Zeit zu schinden. Jetzt hier ist der Reaper auch im Bunker drin. Kann sich jetzt gemütlich da drin regenerieren. Und die Stalker können da gerade nichts wirklich machen. Das heißt, die Natural wird hier noch weiter belagert. Der Heal. Doch, dachte ich, der Heal sollte funktionieren im Poker. Auf jeden Fall. Und tut er auch. Ja, damit keine Natural erstmal möglich für den Canning. Er wird auf One Base gezwungen. Und wir haben ein Cycle hinterher gerade für Masa. Und Big ML noch Dankeschön für den Follow. Ja. Hier jetzt zwei Marines sind drin. Der Reaper chillt ein bisschen durch die Gegend, sucht nach einem Proxy-Target, sucht nach der Probe hier. Die Probe, vielleicht zählt die hier einfach ein Nexus. Könnte natürlich passieren. Weitere Marine kommt immer dazu, aber Bunker mit zwei Marines drin ist natürlich schon ein bisschen Feuerpower. Es ist aber eine Schildbatterie mit dabei, das heißt, beide Seiten haben jetzt die Regeneration, einmal mit Repair und einmal eben mit der Schildbatterie. Und hier schöne Dive hier, The Master saved das SV, damit die Stalker nicht drauf schießen, damit die Stalker es nicht killen können. Da kommt die neue Basis hier vom Protoss, einfach an der dritten Base. Und der Reaper sucht noch immer durch die Gegend. Hier drüben ist noch eine weitere Probe, die wird der Reaper auch finden. Ja, die Master, er hat das nicht gesehen. Er hat es nicht gesehen, der Arme. Ja, wir sehen die sogar. Ja, mir gefallen die eigentlich auch. Generell, ich finde die Skins von StarCraft sind eigentlich generell schon schick. Ich habe nichts dagegen. Okay, man kann sich doch nicht mehr hinterher beschweren. Wunderbar. Okay.
Ich wusste nicht mehr, wie die Regel. Ich wusste nur noch, dass es Drama gab. Ich wusste nicht mehr, wie die aktuelle Regelung ist, aber gut. Wie gut, dass man sich jetzt direkt beschweren muss und nicht erst, wenn man quasi kurz vorm Verkacken ist und sich denkt, nee, ich will jetzt dann doch lieber ein Regame. So. Ja, Protoss Army jetzt hier steht an der neuen Basis. Marines chillen hier. Barracks kommt nach Hause. Command Center Nummer 2 im Bau. Und da kommt eine Cloak Banshee für Masa. M. Kenning hat eigentlich schon den ersten Observer da. Das heißt, er sollte da eigentlich bereit sein. Mir fehlt nur noch ein Paket ab 20 Euro für Tosten. Nee. Ach, Skin-Paket meinst du jetzt? Ich habe, glaube ich, auch... Nee, ich habe nicht alle Skins. Mir fehlen ein paar. Das weiß ich tatsächlich noch. Ich bin zwar im Fußball überhaupt nicht mehr drin, aber die Aktion mit dem gefausteten Tor, das weiß ich. Das habe ich gesehen und das gab ja auch mega Diskussion. Von wegen, Torwart ist erlaubt, seine Fäuste bzw. seine Hände im Strafraum zu nutzen. Aber was ist beim gegnerischen Strafraum? Was ist mit dem Typen los? Okay, da ist übrigens die Cloak Banshee. Da wird gewartet auf den Ops. 4 Kills. Das ist gerade ein bisschen verpennt. Ey, ich weiß nicht. Ich glaube, sobald man die Einheit sieht, muss man das dann reporten oder so. Kann das sein? Dass man quasi, sobald man eine Einheit mit Skin sieht, sollte man pausieren und sagen, ey, guck mal, Einheit mit Skin. Kann er das bitte ausmachen? Dann können wir das Game... Was passiert, wenn man ein Game mit Skins remaked und dann die Skins ausschaltet? Sind da die Skins immer noch drin oder sind sie raus? Würde mich jetzt mal interessieren. Ja, wir sehen nämlich hier, die Banshees machen gerade richtig viel Damage. 8 Drops mitgenommen, die Stalker hier haben auch Probleme. Immer eine Banshee geht down, dafür sterben hier aber auch 2 Stalker und das hat sich bisher überhaupt nicht gelohnt für den Protoss. Die Banshees haben sehr viel Damage gemacht. Und da kommt der nächste Move von Masa. Mit Panzern, mit SCVs sogar. Die Cycles sind mit dabei. Mehrere Marines. Natural vom Terraner steht. Wird ein OC. Wir haben Stim und Combat Shield um plus 1 Infantry Weapons unterwegs. Bildschirmtastatur ist so schnell. Was? Wie ist die Bildschirmtastatur? Okay, mal sehen. Kann M. Kenning dagegen halten? Er hat 2 Immortals. Das ist ziemlich viel Tanking Power und das ist auch viel DPS, aber Panzer und viele Marines kann durchaus gefährlich sein. Es ist kein Stim Ready, es ist kein Combat Shield Ready. STVs können hier natürlich blocken. Und jetzt geht's drauf. Hier Panzer schießt und die Cyclones helfen ja auch aus. Sentry hat den Guardian gezündet. Okay, das hält easy gerade. Trotzdem 7. Wo sind hier. Was? Wo sind hier 7 Probes gestorben? Waren das. Was? Was? Wo sind hier 7 Probes gestorben? Hä? Hä? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mehr ein Librighter. Und hier ist nicht so viel Anti. Gut, wenn man den... es gibt mutige Librighter-Positionierung und es gibt dumme Librighter-Positionierung. Und das war die Grenze von mutig schon hart überschritten. Players must pause the game and notify the team members aufeinander. Genau, wenn man die Einheit sieht, dann muss man pausieren und dann sagen, Kollegen, Leute, geht nicht, mach mal. Und dann muss... dann ist es noch eine Admin-Entscheidung, okay. Und kann, okay, und da gibt es ein Regame tatsächlich. Aber ich glaube, Recover von Replay funktioniert nämlich nicht mit Skins. Die Skins bleiben trotzdem an, auch wenn man sie dann ausstellt, denke ich. Also so ist, denke ich mir jetzt auf jeden Fall, dass das funktioniert. So. Hier ein Adept scoutet mal den Terraner. Versucht zu shaden, kommt hier aber nicht weg, wird zuvor gesniped. Und wir haben hier Widowmines dieses Mal mit Marines unterwegs. Wenn das nicht hier auch der Doppel-Cyclone-Drop in die Main-Base. Das sind aber Stalker und davon nicht mal wenig. Das heißt, M. Kenning sollte da defenden können. Ja, easy going. Und wir haben jetzt hier den ersten Disruptor mit dabei. Wenn das eine dritte Basis wird, erstmal nichts. Die Banshee hat hier nochmal die Probe gesniped. Weiter Disruptor wird gebaut und Masa macht jetzt hier Druck. Und zwar auf die zweite Basis hier vom Protoss. Da kommt die Disruptor-Kugel. Die Marines laufen nochmal rein, um das Ding auszulösen. Widowmines sind hier mit am Start. Aber 4 Stück ist halt schon gefährlich. Der Disruptor nicht hier, kriegt einen kleinen Shot raus, aber wird gesniped. Gutes, ja, gute Aufmerksamkeit hier von Masa. Passt auf seine Marines hier auf. Und die Widowmines jetzt hier, ja, wurden einmal zurückgelassen, damit der Protoss da sich durchkämpfen muss.
Gott sei Dank auch nicht im eigenen Strafraum. Oh, die Kugel hat richtig mit eingeschlagen gerade für Massa. Da hat er nicht die Minions weggezogen. Okay, und wir haben hier die Widowmines nochmal geklärt. Terraner hat eine dritte Base. Protoss immer noch auf 2 Base. Hat jetzt hier mehr das Subter. In anderen Fanny Pay must make the decision better, oder dann wird der Game at the time of the issue aus. Ah, okay. Jibra sucht sich extra hier das Regelwerk dafür raus, um uns hier die genauen Infos zu liefern, wie die Sache abläuft. Dankeschön. Jo, Benji hier nochmal ein paar Kills mitgenommen. Hier oben haben wir auch noch einen Drop, der nochmal was machen könnte. Und der Canning ist halt jetzt auf 2-Base gegen den 3-Base generell. Economy-technisch sieht das wieder überhaupt nicht gut für den Protoss aus. Ja, geht jetzt auf eine dritte Basis und wieder Darkschwein, aber ich sehe das hier bisher nicht so gut für M. Canning. Er wird ständig harassed und kriegt jetzt hier, oh Gott, da kommt ein Doomdrop auf ihn zu. Das sind 5 Stalker und ein Adept. Ey, ich mache jetzt mal eine grobe Schätzung, würde ich sagen, gegen das, was da ankommt, reicht das hier nicht. Ah, da kommt eventuell noch ein Disruptor raus. Das dauert noch timingtechnisch ein bisschen. Wir haben jetzt hier wieder Beef mit der Banshee, das heißt, die Stalker werden auch abgezogen. Oh mein Gott. Das schlägt gerade richtig, richtig hart ein. Da sind die ganzen Medivacs ausgeladen ist. Da kommt sofort der Recall und da geht's auf die Robo. Robo ist dann der Disruptor. Haut mal die Kugel raus. Leitere Kugeln kommen hier. Da wird eingeladen, aber trifft trotzdem ein bisschen, was es da nimmt. Hier auch der Protoss einiges Damage. Wird man löst, nochmal aus. Haut einen Stalk aus dem Leben. Mehr, dass die Banshee ballert hier noch fröhlich auf den Nexus. Hier ging nochmal eine weitere Hitman Shot raus. Die wird man zwar geklärt. Und Master, er hat die Robo rausgenommen. Das heißt, es gibt gerade keine weiteren Disruptor. Wenn das die Banshee hat, noch ein bisschen Spaß. Zumindest bis jetzt Cloak ausläuft und dann ist sie tot. Oder bis der Observer kommt, kriegt sie nochmal Gild. Nein. Doch. Was? Der Schuss ging raus. Fucking kidding me. Alles klar. Immerhin, nimmt man gerade nochmal mit. Und da kommt der nächste große Drop wieder in die Main Base. Das ist ein Disruptor und ein bisschen was noch Resteinheiten. Also nicht genügend. Protoss Army muss wieder anrücken. Diesmal gibt es keinen Recall. Disruptor-Kugel wird weggetankt. Disruptor ist jetzt hier auch down. Und nein, Disruptor lebt noch. What the fuck? Der hat die letzten paar Hitpoints. 3 Props gehen hier down. Disruptor ist runter auf 4 Hitpoints. Das wird wieder eingeladen. Weggeboostet. Peinheiten werden ihrem Schicksal überlassen. Oder auch... was? Okay, wir haben parallel hier den Go auf die dritte Basis mit dem Doppeldrop und die Basis wird einfach rausgesimmt. Hier drüben geht es nochmal zur Sache, aber da war die Werte exekutiert. Der Disruptor schießt auch die eigenen Stalker aus dem Leben, aber es wird ja auch gut aufgeräumt. Aber Problem ist, Protoss fehlt währenddessen die komplette Mining Base hier. 7 Props wieder down gegangen. Master währenddessen ist entspannt auf 64 SCVs auf 3 Basen. Also er zerlegt jetzt hier M. Canning wirklich. Und zwar nach Strich und Faden. Er hat zwar selber jetzt gerade viel verloren, aber den Damage, der er getan hat, ist wesentlich substanzieller. Und oh Gott! Canning haut gerade noch die. Er haut gerade noch die Kugel in seine eigene Army rein, denkt sich, fuck this shit, I'm out. Und damit ist es das 2-0 hier für Masa. Alles klar.